Braunschweig gewinnt viel Charme dadurch, dass man jeden Ort in der Stadt ganz einfach mit dem Fahrrad erreichen kann. Das ist umweltfreundlich, gesund und entlastet im Berufsverkehr die Straßen. In den letzten Jahren hat sich einiges getan, um den vielen Radfahrern das Leben zu erleichtern. Fahrradstraßen wurden eingerichtet, Fahrradampeln aufgestellt, das Ringgleis ausgebaut. Aber noch immer gibt es diese breiten Straßen, die es dem kreuzenden Radfahrer schwer machen. Fahrradfreundliche Ampelschaltungen behindern den Verkehr, weißt du? Durch Tempo-30-Zonen rasende Autos. Tempo-30-Zonen behindern den Verkehr. Zu schmale Fahrradwege, holprige Fahrradstraßen, Einfahrten, die mit Blaubasalt gepflastert sind. Am Bahnhof stapeln sich noch immer die Fahrräder der vielen Pendler. Radwege werden im Winter nicht geräumt. Die Linke kämpft für ein Braunschweig, in dem auch Radfahrer als ernstzunehmende Verkehrsteilnehmer wahrgenommen werden.